Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Vlog, der ein bisschen später startet, weil ich eigentlich auch erst gestern... Warten Sie eine Sekunde. Anfangen wollte... Nee, so geht das nicht als Stativ. Anfangen wollte zu vloggen. Caro kommt, oder beziehungsweise ich treffe mich gleich mit Caro und Abigail. Okay, also, Oh Leute, das kann jetzt nicht wahr sein. So, ich lasse mich jetzt nicht mehr ablenken. Achso, doch, ich wollte ein Stativ holen. Ach man, Leute, was ist das hier für ein Vlog? Ich muss mich jetzt ganz schnell ein bisschen ready machen, aber nur ein bisschen. Ich will auf jeden Fall mein Gesicht shaven. Mein Stativ ist nämlich weg. Jetzt steht hier auf einer Taschentuchverpackung. Ich habe gerade schon mein Gesicht eingecremt und mir einen frischen Rasierer geholt. Und werde jetzt mein Gesicht ein bisschen shaven. Ich habe das letztens erst frisch gemacht, aber ich merke einfach, dass meine Haut, mein Make-up dann viel besser sitzt. Und morgen geht es nämlich zu Marvins Release-Party zu seinen neuen Produkten von BH Cosmetics. Und darüber freue ich mich schon mega. Ich bin echt happy, dass ich eingeladen wurde, weil ich Marvin noch nicht so gut kenne. Und Caro schläft dann morgen nach der Party bei mir. Morgen früh gehen wir zu einem Brunch von NYX. Da werden wir auch mal viele Leute treffen und so. Und ach, ich bin einfach so... Ich liebe das, wenn einfach alle meine YouTube-Freunde in Berlin sind wegen so coolen Events. Ich finde das einfach so, so nice. Ich überlege mir tatsächlich, eine zweite Designer-Handtasche zu kaufen, Leute. Weil ich einfach merke, dass die Tasche, die ich schon besitze, ich trage die super, super gerne. Aber sie ist eben keine Tasche, die ich so zum Weggehen nehmen kann. Und mir fällt halt immer wieder auf, dass ich gerne so eine schlichte, aber irgendwie, ich hätte einfach gerne eine Designertasche, die ich zum Weggehen gut tragen kann. Weil ich halt für solche Anlässe, so zum Beispiel Events oder so, nicht meine Givenchy mitnehmen möchte, weil sie halt ein bisschen zu groß ist einfach. Ich hätte dann gerne so eine Umhänge, so eine Crossbody-Tasche. Ich habe ja voll lange rumgestruggelt, ob ich die Givenchy in dieser ganz Mini-Größe hole, dass ich sie mir umhängen kann. Aber ich finde, das ist einfach so eine Tasche, wo halt viel reingehört und die nimmst du dann halt mit, wenn du so, keine Ahnung, tagsüber halt mal unterwegs bist oder so. Wo du halt aber mal eine Wasserflasche oder so reinmachen willst, weil das passt da super rein, auch eine große. Ich schwanke zwischen dieser Tasche hier und dieser Tasche hier. Ich finde beide wirklich so sau geil. Bei der Tasche kann man auch diesen Henkel da oben abmachen. Ich würde sie, glaube ich, dann ohne diesen Henkel tragen. Mal gucken. Oh, ich traue mich nur immer nie so selber in so teure Läden rein. Und deswegen hoffe ich, dass irgendwie Caro oder Abby oder beide mit mir mitkommen. Weil deren Hotel ist voll nah an so einem richtig teuren Kaufhaus. Und ich gehe einfach nie in sowas. Einfach, weil ich mich alleine nicht traue. Ja. Ich komme mir halt irgendwie nicht so vor, also ich, ach, ihr wisst bestimmt, oder wisst ihr aus, was für ein Grund ich mich sowas nicht traue? Ich kann es nicht richtig beschreiben, aber es fühlt sich einfach irgendwie so falsch an. So, ich werde mich jetzt hier ganz schnell schminken, noch mal ein bisschen, ich mache einfach Priming Spray mit einem Decay auf mein Face. Und dann geht's los. Wisst ihr was? Ich bin mir eigentlich schon zu 100% sicher, dass ich mir die Valentino-Tasche kaufe, weil ich mir einfach schon seit ungefähr anderthalb Jahren oder so diese Tasche, also sie und die Givenchy-Tasche, waren die ganze Zeit in meinem Kopf. Und ich dachte halt, dass meine allererste Designer-Tasche eine sein soll, die nicht nur für Events ist. Im Nachhinein wäre es, glaube ich, andersrum ein bisschen schlauer gewesen, weil ich halt viel mehr kleinere Taschen als größere Taschen trage. Aber ich liebe die Givenchy trotzdem über alles. Und ich glaube, dass ich sie mir deswegen hole, weil die Jadior-Tasche ist mir immer so über den Weg gelaufen, aber am meisten denke ich an die Valentino-Tasche. Ich meine, klar, da steht halt voll groß so VLTN drauf. Vielleicht geht es irgendwann so ein bisschen aus der Mode, aber ich feiere es einfach so. Es ist irgendwie voll was Besonderes. Keine Ahnung, Leute. Andererseits habe ich in Berlin irgendwie ein bisschen Schiss, mit sowas rumzulaufen. Ich habe immer das Gefühl, ich werde gleich abgezogen. Darfst halt damit nicht in die falschen Ecken gehen. Ach, keine Ahnung, Leute. Wir gucken es mal an. Vielleicht crasht es mich. Also vielleicht, wie nennt man das? Vielleicht denke ich mir so, oh mein Gott, ich muss sie haben. Ich kontrolliere übrigens, Fun Fact, immer meine Nase, aber blende es immer so krass, krass aus, dass man es dann wahrscheinlich gar nicht mehr richtig sieht, aber irgendwie fühle ich mich sonst immer richtig nackt. Mein Handy muss laden, deswegen muss ich immer am PC dahin gehen und... Ich kann gerade nicht. Ich kann gerade nicht, meine liebe, adorable Caro. NYX hat mir zwei neue Augenbrauenstifte zugeschickt. Die werde ich jetzt mal wieder benutzen. I'm ready. Also meine Haare sind noch geflochten, aber ich gehe jetzt noch mal kurz mit Schubi raus. Und dann gehen wir gleich shoppen. Ich freue mich voll. Ich überlege jetzt meine Givenchy mitzunehmen. Und wir ins KDW gehen und dann sehe ich so aus wie so ein... I'm the Givenchy girl. Okay, ich nehme die große Handtasche nicht mit, weil wenn ich mir eine kleine Handtasche hole, dann will ich nicht noch eine große in der Hand haben. Ich muss mich voll beeilen, weil Caro meinte, sie braucht 20 Minuten. Ich brauche auch 20 Minuten. Und ich dachte, sie kommt zu spät. Ja.
aber das tut sie nicht. Ich würde so gerne Scoops mitnehmen, aber ich habe gerade gegoogelt und darf Hunde nicht mitnehmen. Such a fail. Und ich weiß ja nicht, ob ich die Taxi fahren soll oder... Nein, ich fahre an. Das schaffe ich schon noch. Mütze, because it rains. Es gibt die Tasche hier nur in weiß, aber ich finde sie in weiß irgendwie geiler. Ich finde sie in weiß auch sehr pretty, also viel prettier als... Wo ist die schwarze? Ja. Das ist jetzt die schwarze. Aber halt mit der Schrift, aber das müssten die erst bestellen und irgendwie finde ich weiß... Das hat sich irgendwie besser angefühlt. Nee, ich finde weiß steht dir auch irgendwie mehr. Na, ne? Schon. Und weil ich immer so voll viel schwarz trage, ist das dann ja vielleicht so... So ein Standout. Weißt du, weil es kann auch oft sein, wenn du schwarze Jacken trägst viel und dann eine schwarze genau. Tasche, dass es so lost geht. Sehr geil. Meinst du, der holt eine neue? Ja. Scheiße, ich zoome ja noch weiter ran. Sexy. Sexy and I know it. Oh mein Gott. Ich vergesse gerade meinen PIN, weil ich so... Ich schwitze so hart. Aber sei happy, freu ja, dich. Luxus-Shopping with the Loops. Ist ja nicht so... Also ich gebe so viel Geld wirklich eigentlich nie aus. Ich gebe nur so viel Geld für Essen aus. Jetzt mal wirklich. Ich weiß. Happy? Yes. Ist es schlauer, sowas bei so einem Designer direkt zu kaufen? Nee. Ja, auf jeden Fall. Immer yes. Besser. Perfect condition? Yes. Oh, super pretty. Mach mal auf, guck mal rein. Mhm. Please, help yourself. Schön. Immer reinschauen. Ich weiß nicht, auf was man da achtet. Du musst gucken, versuch mal den Reißverschluss auf und zu machen, ob das funktioniert gut oder ob das hängt irgendwo. Funktioniert gut. Ja, guck mal, ob da irgendwo ein Kratzer ist im Innenleder oder so. Da werden ja eh welche reinkommen. Soll ich mal reingucken? Ja. Fuck, mein Akku ist leer. Ja, sieht gut aus. Okay, super. Caro approved. 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 Okay, Leute, es ist der größte Fail aller Zeiten passiert. Der auch. Das war, glaube ich, also das ist das Unangenehmste, was hätte passieren können. Und zwar das ging das, wovor jeder Angst hat, wenn man bezahlt. Egal, ob du jetzt also bei Rewe an der Kasse stehst oder bei Valentino. Er hat mir eine neue Tasche rausgegeben und wir haben die schon so übel geprüft und gecheckt und so. Ich habe auch schon so nachgeschaut, so ob der Reißverschluss funktioniert und ob es ledig ist. Und so das Innenfutter so rausgenommen und so. Und dann geht einfach meine Karte nicht. Und alle Leute, die mich kennen, wissen, ich glaube voll, dass sowas Schicksal ist. Da habe ich noch meine Kreditkarte probiert, damit ging es auch nicht. Ja, fail. Jetzt meinte er, wir können Bargeld abheben und uns damit zahlen. Aber irgendwie war ich jetzt verwirrt. Wenn du solltest dir bei sowas halt richtig sicher sein, weißt du? Und wenn du jetzt so ich war mir so sicher, aber jetzt bin ich am Zweifeln, weißt du? Jetzt denke ich so... Warte jetzt einfach ein paar Tage, ja, weißt du, siehst du irgendjemanden und nein, weißt du so, was? Hi! Ah, Emmy! Hallo, Emmy! Bist du im Taxi gekommen? Ich bin gelaufen. Nein! You look so good! Du bist nicht gelaufen. Doch! Ich war so schnell. 20 Minuten stand da. Ja, 20 Minuten ist sie gelaufen. Und ich bin 20 Minuten gefahren. Leute, ich wollte fast die U-Bahn nehmen. Wisst ihr was? Ich soll noch mal in einen anderen Laden gehen, das heißt es, und mir sie noch mal in schwarz mit der Schrift angucken. Außerdem hat es mich ein bisschen verunsichert, dass der Typ die ganze Zeit gesagt hat, das ist keine alltägliche Tasche, weil ich will auch nicht eine, die ich so mega verhätscheln muss. Naja, wir gucken jetzt mal. Okay, und weiter geht's. Klär mich auf. Wo ist Brandy? Kann jemand kurz Google Maps machen? Ich habe fucking 9%. Ich wollte mir gerade eine Designer-Handtasche kaufen, so eine richtig teure so, okay? Von wo denn? Valentino. Ja. Guck mal, und ich geh da mit rein. Ja. Und weißt du, ich hab die auch dabei, ich war kurz auf die Tasche. Ey, aber Ich war so, bitte nicht. Es war gerade demütigend, okay? Mir ist was echt demütigend, das passiert. Wir stehen schon so an der Kasse, wollen die so kaufen, haben schon die auf Herz und Nieren getestet. Ja. Da lang, Leute. Okay. Und auf einmal geht meine Karte nicht. Und deshalb konntest du die dann jetzt nicht kaufen? Nein, und jetzt glaube ich am Schicksal. Du kennst mich. Jetzt denke ich so, das ist irgendwie Schicksal. Aber also, der Betrag war zu hoch. Deine Karte ist nicht für so einen großen Betrag nicht freigegeben. Ja, und dann meinte er so, ja, geh Bargeld abheben und hol. Aber irgendwie. Aber Bargeld ist doch auch begrenzt. Ach, kein Plan. Aber ich glaube nicht auf so viel. Ich bestelle mir das einfach online. Warte, ich zeig dir gleich. Ich hatte einen Job und sollte Caro eine Powerbank mitbringen. Habe ich gemacht und jetzt habe ich einfach aber ein Android-Kabel mitgenommen. Und ich bin deswegen, weil ich hatte nur die Powerbank dabei, weil ich dachte, sie hat ein Kabel. Und wegen diesem Kabel bin ich zu spät gekommen und das ist auch noch das Falsche. Wir sind jetzt bei Mido.
Danke. Ach, fehlt da was? Hi. Fancy, Leute. I love the sushi. Ja, das sieht ein bisschen klein aus, gell? Ja. Stell nach. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Sushi mögt oder nicht, weil... Wer kein Sushi mag, der ist weird. Ja, ich habe immer gesagt, das ist für mich bei so... Also ich habe immer, wenn ich Typen kennengelernt habe, das erste, was ich gefragt habe, war, ob die Sushi mögen, weil das immer so eins meiner Lieblingsgerichte ist. Und wenn... Stell dir mal vor, ihr habt einfach kein Sushi. Natürlich kann man nicht zusammen Sushi essen. Schön, dass es gerade aussieht hier so mit dem Baum. Guck mal. Schön, ne? Thumbnail. Nein. Wir haben schon ein anderes Thumbnail. Echt? So Leute, wir walken jetzt zur Next Location. Ich fühle mich irgendwie heute voll unwohl mit glatten Haaren. Ich fühle mich aus wie so ein glatthaariger Hagrid irgendwie gerade. Hammer. Hängst du? Und wir treffen jetzt gleich noch Marcel im South Salinas. Salinas. Oh. Oh mein Gott, hast du mich gerade erschrocken? Es tut mir leid. Du hast mich ein bisschen erschrocken, weil du so laut geschrien hast. Ja, ich weiß. Immer Horror für mich hin, immer die Lisa. Machst du und alle erschrecken sich dann davon. Auf jeden Fall laufen wir, glaube ich, gleich am Valentino vorbei. Oh ja. Oh, ja. Wenn man vom Teufel spricht. Morgen müssen wir da so ein Bild machen. Nein, ich spreche da jetzt ein. Kein Bock mehr auf die Scheiße hier. Die ist im Meister. Guck mal. Hä? Das ist die rechte. Nein, die mit der Schrift. Ich will die mit der Schrift. Ach, oh. Die haben das auch nicht. Das ist so geil. Schade, ich hab gedacht, du meinst die mit den Nieten. Ja, ich meine die doch auch mit den Nieten. Ja, und oh. Da steht ja so Valentino drauf. Warte, ich zeig dir das. Leute, wir kamen nach Hause. Das liegt hier. Die beiden liegen hier zusammen in der Küche und freuen sich, dass sie sich wieder haben. Eben auch schon mitgekuschelt so ein bisschen. Schubi, du kleine Maus. Du bist eine kleine Maus. Yes. Hello. Jetzt im Haus, da liegt das nicht mehr gefilmt. Wir waren jetzt auch nicht mehr so lange, haben noch einen Drink getrunken. Marcel kam noch dazu. So, ich will euch so nah ranhalten, weil ich euch sonst nicht sehe. Ich bin ja übelst kurzsichtig. Ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler erster Tag. Morgen müssen wir einfach schon, wir werden um 9 Uhr abgeholt. Also ich werde um 9 Uhr abgeholt von mir zu Hause. Dann fahre ich zum Nix Brunch. Treffe dann wieder Caro und Abby und so. Und wir haben jetzt gemacht, dass Caro mich morgen mit dem Auto von Marcel... Jo. Zum Hautarzt fährt, aber mein Akku ist gleich, muss ihn gleich mal laden für morgen, weil ich morgen noch zum Hautarzt muss. Ich mache da, ihr kennt mich, ich bin Paralups. Ich habe hier so einen roten, so eine rote Erhöhung, so wie so ein kleiner Pickel, aber irgendwie so, ich weiß nicht, ganz komisch, auf meiner Kopfhaut entdeckt. Und ich weiß nicht, ob, ach, keine Ahnung, ich hatte halt einfach mega Angst, dass es irgendwie, keine Ahnung, Hautkrebs ist oder so. Deswegen wollte ich mal wieder zur Hautkrebsvorsorge gehen. Ich habe auch mega viele Leberflecken, zum Beispiel hier auch so einen großen. Und ich habe auf dem ganzen Kopf verteilt welche auch hier. Und ich dachte einfach, es wäre mal wieder an der Zeit, auch wenn ich, glaube ich, vor unter einem Jahr war, aber egal, ich wollte es mal wieder machen, einfach für mein Gefühl, sonst rede ich mir da irgendwas ein. Ist jetzt ein bisschen blöd, aber Caro meinte, sie wird mich hinfahren. Es ist richtig bescheuert, weil sie wollte halt unbedingt mit Marcells Auto fahren und ich traue mich ja nicht so richtig mit Marcells Auto zu fahren, weil es halt ein AMG ist. Das ist echt eigentlich so bescheuert, oder Schatz? Hm? Es ist bescheuert, dass Caro mich fährt sozusagen mit deinem Auto. So egal. Ja, okay. Ist auf jeden Fall besser als Taxi und ich weiß auch nicht, warum ich mich nicht traue, mit dem AMG zu fahren. Ich traue es mir einfach nicht zu, Leute. Keine Ahnung. Wenn es weniger PS hätte und nicht bei jedem Gastritt 80 Kilometer weit entfernt wäre, wäre es nicht so schlimm. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall freue ich mich voll auf morgen. Ich packe das aber in einen weiteren Vlog. Also würde ich sagen, dieser Tag heute war eigentlich schon ein bisschen Fail, aber es war trotzdem ein mega lustiger Tag. Wir haben auch noch Brandy Melville gesucht und so und sind viel zu spät gekommen und keine Ahnung. Und ich glaube, ich werde mir die Tasche jetzt einfach bestellen, weil ich ja nicht mal so viel Bargeld auf einmal abheben kann. Das ist halt wirklich einfach alles, ach, das war einfach heute so ein Fail. Aber vielleicht war es Schicksal, ich soll mir nicht die weiße Tasche holen. Ja, allein deswegen, ich muss eigentlich nochmal in den Laden gehen und weiß und schwarz vergleichen, weil er hatte ja nicht mal das schwarze da, so wie ich es haben wollte. Dann gehe ich morgen nochmal in den Laden und bestelle es dann aber online. Oh Gott, das wird dann aber auch voll unangenehm. Caro meinte schon, sie kauft sie mir und ich PayPal ihr das dann. Aber kein Plan. Oder ich lasse morgen einfach mein Kartenvolumen erhöhen, das geht doch bestimmt auch, oder? Schatz, redest du noch mit mir, oder? Ich muss nicht in dieser Unterhaltung teilnehmen, sondern. Na gut, Leute. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr den zweiten Teil dieses Vlogs sehen wollt, von dem Tag morgen auf Marvins Party. Und oder würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!